Herzlich willkommen hier bei uns im Planetarium Wien. Ich freue mich, Sie hier bei uns für Astronomie begeistern zu können. Und das ist auch das, was mir bei unserem Planetarium und auf den Sternwarten am besten gefällt. Das Wiener Planetarium gibt es seit 1964 und es gehört schon seit Ewigkeiten zu den Wiener Volkshochschulen. Und wir betreiben zusätzlich zum Planetarium auch noch zwei Sternwarten, die Urania-Sternwarte in der Volkshochschule Urania und die Kufner-Sternwarte im 16. Bezirk. Und ja, bei uns geht es hauptsächlich um astronomische Wissensvermittlung im Detail und speziell natürlich auch alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Hier bei uns im Planetarium haben wir, wie man hier im Hintergrund sieht, den Planetariumsprojektor stehen. Der macht all unsere Sterne. Und obwohl sie künstlich sind, schauen sie genauso aus wie die echten Sterne. Wir haben hier nur den riesigen Vorteil, wir haben keine Lichtverschmutzung und wir können uns auch wirklich alles anschauen, was wir sehen wollen. Auch so wunderschönen Nebel, hier den Planetarnebel, den Helixnebel, kann man am Himmel beobachten. Dieser Nebel stellt das Ende eines Sterns dar, der einmal circa so groß war wie unsere Sonne. Wir Kursleiterinnen und Kursleiter versuchen hier den Leuten die Astronomie näher zu bringen. Einerseits versuchen wir den Sternenhimmel zu erklären, wie kann man sich dort orientieren, wie kommen die Sternbilder überhaupt zustande. Wir erzählen verschiedenste Geschichten über die Sternbilder, die kommen meistens aus der Mythologie, aus dem alten Griechenland. Aber wir erzählen natürlich auch physikalische Zusammenhänge, wie funktioniert das da oben, wie bewegt es sich, wie entsteht es, Sternenentstehung oder Sternentod. Wir schauen uns auch Galaxien an und wie das alles physikalisch zusammenhängt. Im Planetarium projizieren wir den Sternenhimmel an eine Kuppel. Das heißt, es ist ein künstlicher Sternenhimmel. Das klingt ein bisschen unromantisch, ist aber auch sehr praktisch, weil wir bei schlechtem Wetter auch die Sterne beobachten können. An der Kufner Sternwarte und an der Urania Sternwarte zeigen wir den echten Sternenhimmel her. Wir haben dort Teleskope in Kuppeln und wir öffnen die Kuppeln und richten die Teleskope auf die diversen astronomischen Objekte wie Sonne, Mond, Sterne, Planeten, was auch immer und erzählen dazu den Leuten wissenschaftliche Fakten und Geschichten. Das Bild, was Sie hier sehen, ist ein echtes Foto. Dieses Foto wurde vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen. Es heißt Hubble Extreme oder Ultra Deep Field. Das ist das Hubble-Weltraumteleskop, ein Teleskop, was sich im Universum befindet und von dort aus wunderschöne Aufnahmen macht. Unser Publikum ist sehr divers. Wir haben einerseits natürlich sehr viele Schulen bei uns und Kindergärten im Rahmen von Lehrausgängen und auf der anderen Seite natürlich sehr viele Familien. Wir haben natürlich am Abend Individualbesucher und Besucherinnen. Wir haben ja auch ein sehr umfangreiches Science-Programm hier im Haus. Das ist nicht nur Astronomie, sondern auch Naturwissenschaften. Da kommen ja aus allen Bevölkerungsschichten die Leute zu uns. Unsere Kindergeburtstage finden dann hier statt. Natürlich starten die auch mit einer Sternenshow drüben bei uns in der Kuppel. Aber Basteln, Geschenke, Kuchen und natürlich auch Experimente, die finden dann hier statt. Und wir haben natürlich auch ein umfangreiches Kinderprogramm. Das heißt Geschichten, wo auf unterhaltsame und sehr lustige Art und Weise Astronomie erklärt wird.